Guten Morgen. Moin, moin. Moin, Manuel. Ich hoffe, du hast Bock auf den neuen Vlog. Manuel. Hast du Bock auf den neuen? Ich hab keinen Bock auf deine aufgedrehte Videoscheiße. Aber hast du Bock auf den neuen Vlog? Du bist motiviert? Na klar. Wohin geht's jetzt? Surfen, nehme ich mal an. Ne? Jetzt gehen wir wieder surfen. Ich bin jetzt seit 14 Tagen hier. Ja. Seit 14 Tagen nonstop Wind und Sonne. Es gab noch nicht einen Tag, an dem die Maschine ja versagt hat. Die Windmaschine. Die Windmaschine und die Sonnenmaschine. Oh, da hinten sehe ich schon den ersten Windsurfer. Schaut mal hier, Freunde. So, Friends, es ist Tag Nummer 2 in Tarifa. Ich filme jetzt einfach jeden Tag, den mein Dad und mein Bruder noch hier sind. Wir sind wieder auf dem Weg zum Arte wieder. Heute steht auf jeden Fall Fett Foil Action an. Wir haben 3 vollgeladene Drohnenakkus. Wenn nicht irgendjemand die Drohne abstürzen lässt, dann dürfte es geilen Content geben. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich im Spot und checken die Bedingungen aus. Aber es sieht genau wie gestern aus, und zwar sehr vielversprechend. Nämlich blauer Himmel, Wind und flaches Wasser. Ne? Ab geht's zum Spot. Ich glaube, das sieht pervers gut aus. Jonas! Hier ist gerade Kids-Training. Was ist hier? Kids-Training. Ja. Yeah. Moin erstmal. Kids Camp. Nur Trick hier, da kommt ein Hast du das gemacht? Hast du da einen Sesam öffnet? Nee, der ist doch wieder normal jetzt. Dann macht er wieder. Oh, nee. Zugenommen, aber eigentlich war er gerade eben weniger, Stefan, ne? Eben war er weniger, ja. Genau, und der wird wahrscheinlich noch mal weniger. Also wir gehen alle vollen. Und bleibt die hier, oder? Ja, ich hab Bock auf Slalom. Stefan, ne? Der ja. Kam auch aus dem Licht. Ja, aber der hat aus dem Licht den Kaffee auf einmal gemacht. War bei uns in der Clique. Ja. Was? Hey, bring uns ein Pferd mit. Was? Nachher. Bei euch in der Clique? Nee. So, so. Was ist das denn? Ist das von uns? Elaine! Wo ist das denn? Von Bruno Martini, oder? Elaine! Alter Schwede! Alter, jetzt geht's. Heute ist Druck, ne? Ja. Heute ist High Wind Foiling. High Wind? 7-0. 7-0, ja. Ja, nice. Kannst du Mario mal sagen, er soll Feuer aufbauen? Ja, bauen wir doch! Wir haben nichts anderes mit! Was? Wir haben nichts anderes mit? Wir haben nur ein Feuer mit! Ist doch schon wieder am Rumheulen. Ja, ist nur am Heulen, das hat nichts. Nächsten Tag komme ich wieder. Ohne Aufregung. Halt diese Billigsegel, ne? Machst du deine eigene, die machst du extrem teuer. Ja, was man einmassieren, das wissen viele nicht. Und ansonsten fertig für die anderen. Weißt du, es gibt diese wie heißen die mit Kaffee arbeiten? Da werden natürlich auch deine Arbeit bezahlt. Barista-Leute und dann gibt es die Zuckerrister. Dann könnte man das so machen, also wie Hasensegel zum Beispiel. Ne? Die haben ja auch billige Segel, die sie da haben. Ich bin Zuckermeister, ja. Ich war 6 Jahre in Südindien, in so einem Aschram. Und da habe ich das gelernt. Das muss man einmassieren in die Crema. So, und zum Schluss, das ist ganz, ganz brutal. Faszinierend, ne? Ja, geil. Ja. So. Jetzt ist es weg, ne? Jetzt denkst du, es ist gar nicht da. Mhm. Schmeckt halt nur, dass es einfach süß ist. Kaffee-Kolette, ne? Das ist quasi die ganze Kunst. Was? Das ist quasi die ganze Kunst. Es ist auch wichtig, dass ein Teil vorbeigeht. Nee, ist ein geiler Job, ne? Nee, aber es ist ja nicht viel. Aber das muss. Muss? Ja, weil es so ein bisschen das auch besser aufschauen. Ja, klar. Guck mal, so sieht es halt negativ wir haben aus. Irgendwie 8 Segelmacher. Und was dazu? Kaffee-Kolette. Habt ihr gut geschlafen? Wir haben alle so schlecht geschlafen. Also es geht bei mir. Auch schon wieder Albtraum. Also wir gehen jeden Tag gemeinsam. Also ich gucke bei ihm mal, ob da alles richtig ist. Ich hier. Das ist was auf, und sowas ist was anderes. Ja. Das ist Zucker was anderes. Ich habe Zucker rein, aber das mache ich ja immer. Aber hier stimmt doch irgendwas nicht. Mehr vielleicht? Nein, es ist durch mehr wird es nicht besser. Es ist einfach zu viel Schaum. Also vielleicht musst du ja von dem Orangensaft noch was machen. Das ist nicht meiner, der ist von Manuel und der hat eine Schatten. Aber der kommt auch nicht mehr. Der ist halt wirklich Hämatit. Bald, wir bauen. Jetzt geht's endlich los. Vollzeug auf. Fahrrad hier? Geil. Du baust 7-0 auf, ne? Ich baue jetzt 7-0 auf.
Gunnar Ross, um 3 Uhr habe ich Tisch bestellt. Gunnar baut 7-0 mit Foil auf. Ich baue wahrscheinlich 6-3 auf. Leider sind im 7-7er ist eine Latte durch, sonst würde ich das auch aufbauen. Total ärgerlich. Was sieht nach 25, 30 Knoten mal wieder aus. Und naja, mal gucken, wie das wird, ne? Mal gucken, wie das wird. So, Freunde, wir bauen jetzt auf. Ich fahre 6-3, wir gehen foilen. Du hast schon den Foilen fast aufgebaut, ne? Ja, 800er haben wir heute. 800er Front Wing. Front Wing, Slalom Foilen ist angesagt. Sieht gut aus, ne? Gunnar baut 7-0 auf. Ich mache jetzt auch Yoga. Gunnar macht auch Yoga. Und Lars baut da unten auch 7-0 auf. Jawohl. Und ja, bei mir ist wie gesagt im 7-0er eine Latte durch. Aber ist gar nicht so schlimm, denn ich habe sowieso eher Lust auf ein etwas kleineres Segel. Und dazu werde ich jetzt mal einen neuen Arrival 430er Mast von Avanti testen. Den habe ich noch nie benutzt, ne? Okay. Das ist das erste Mal, dass ich von einem Masten mehrere habe. Ja, ich habe 3, glaube ich, gezählt. 3 430er. Ist tatsächlich aber schon Sand drin. Interessant. Ja, es kann sein, dass... Wir haben 3 430er dabei und der wird jetzt mal getestet und ich bin sehr gespannt, weil mit dem bisherigen 430er erschien mir das Segel recht soft. Über eins müssen wir noch reden, Papa. Wir haben das gleiche T-Shirt an. Ja. Oh. Wie kam das dazu? Ja, naja, es ist ja nun so, dass... Ist das ein Foiler eigentlich oder ist das ein normaler? Das ist ein normaler Windsurfer. Aber es sieht eigentlich fast aus wie ein Foiler, finde ich, weil er relativ klein ist. Ja, man könnte noch ein zweites Label gründen, das heißt dann Foilware. Das klingt aber wie verfaulte Ware. Wie verfaulte Ware, ja. Das machen wir lieber nicht. So, und ihr wollt ja heute auch tatsächlich, also wo wir bei Jibeware sind, ihr wollt ja Halsen üben mit den Foils. Ja, wir wollen auf jeden Fall alles üben. Wir haben auf jeden Fall mega Bock und ich bin gespannt. Ja, viel Spaß. Wie das wird. So Leute, wir sind wieder zurück von unserer ersten Session heute. War super geil. Für mich ging es mit 6-2 ganz gut. Gunnar war auf 7-0, Lars auch. Und was war dein Topspeed mit dem Foil?
28,77, aber das werden wir noch auf die 30 mindestens. Also Gunnar fährt heute noch die 30 Knoten. 900er Wing. 30 Knoten Topspeed mit dem 900er Wing auf dem Foil. Das ist ultra geistesgestört. Wenn ihr mal auf dem Foil standet, dann werdet ihr merken, ihr fahrt am Anfang vielleicht so 20 Knoten, 18 Knoten. Und schon crazy. Auf jeden Fall sind wir einmal bis hoch zur Burg gefahren. Da hinten. Und ja, war nice. Oder das? Mega. Ja, Hammer. Wie hast du es empfunden? Am Anfang war es schon ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig. Ja. Mit viel Wind, ne? Ich würde sagen, ja, das war schon nicht so einfach. Aber man ist halt mehr und mehr reingekommen. Aber mal im Ernst, was war denn mit den anderen da los, mit den anderen Jungs? Ich dachte, wir fahren jetzt so schön ein paar Halsen. Dachte ich eigentlich auch. Und, dann und die knallen einfach in einem Schlag runter. Ja. Ramon und so, ne? Das war nicht Ramon. Mein Bruder feuert jetzt noch eine Runde da draußen. Und für mich geht es gleich auch nochmal raus. Eine schöne Sonnenuntergangssession machen. Filmen wir dann mit der Drohne. Ja, Mann, geiler Trainingstag geht zu Ende. Das war das erste Mal jetzt seit 3 oder 4 Monaten wieder auf dem Foil. Hat super Spaß gemacht. Wir hatten, glaube ich, in der Spitze so 25 Knoten. Und unteres Limit waren so 12, 13, 14 Knoten. Und war auf jeden Fall geil, in den Böen richtig Vollgas gegeben. Und ich bin auch zufrieden mit der Performance. So vom Winkel konnte ich mithalten mit den anderen. Die sind natürlich schneller als ich. So Gunnar, wie gesagt, habe ich ja schon im letzten Video erzählt, ist einer der schnellsten Slalomfahrer der Welt. Also ist er halt faktisch wirklich. Ich glaube, ist zweit- oder drittschnellste auch im Speedkanal. Ich weiß es leider nicht ganz genau, nagelt mich da nicht fest. Auf jeden Fall über 50 Knoten. Der ist natürlich auch auf dem Foil super schnell. Der ist ja auch, also er ist auch deutscher Meister geworden dieses Jahr. Und das ist auf jeden Fall krass, da mitzufahren und sich Sachen abzuschauen und sowas. Und wie gesagt, da kommen auf jeden Fall noch mehr Videos. Und jetzt geht's aber eben nochmal raus. Ja, ich glaube, Leute, ich glaube, Alphonse ist weggelaufen, das ist der Pudel von dem Mann. Der Typ dreht voll durch, ne? Mit Alphonse. Alphonse ist nicht mehr da. Alphonse ist ein Hund. Zuchtpudel. Zuchtpudel. Und der ist weg. Und wenn man sich das vorstellt, wie groß das ganze Gebiet Spanien ist, wir sind ja, ich glaube, wie viele Stunden bin ich durch Spanien gefahren? Was? 10 Stunden. Aber Alphonse bewegt sich mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 km/h, ne? Aber wenn Alphonse zum Beispiel in irgendeinem Surferbus ist, er ist jetzt, jetzt zurückgefahren sind. Du meinst so einer, die mitnehmen, auch so einen Hund mal? Nein, der kann ja hinten rein. Weißt du, die schnuppern irgendwie an dem Seegras, was hinten drin ist, dann geht er. Da kommt morgen schöner Feuerwind. Meinst du echt, das reicht? Ja, 13, 14 Uhr. Ja, Leute, was ich eigentlich sagen wollte, ist, war eine mega geile Session nochmal zum Ende hin, auch in den Sonnenuntergang da reingefoilt und sowas. Draußen war immer noch richtig Sturm, innen war leider gar nichts mehr, so dass man dann so ein bisschen an Land dümpeln musste, aber scheißegal, es ist der 2. Januar heute. Alphonse ist gefunden worden. Alphonse wurde gefunden? Ja, film nochmal schnell. Der wird jetzt immer angebunden.
Nee, möchte ich nicht. Ja. So, warte mal, jetzt kannst du weiter. Und morgen geht es auf jeden Fall weiter mit Foilen. Es ist wieder Foilwind angesagt morgen. Und danach geht es weiter mit Slalom. Es ist jeden Tag Wind. Tatsächlich. Und Sonne. Ich glaube, es steht auch kein Regen in der Vorhersage und das ist alles super geil. Und ich hoffe natürlich, dieser Videoblog heute hat euch gefallen. In diesem Sinne würde ich mal sagen, wenn dem so ist, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Natürlich gerne kommentieren, falls ihr Fragen habt, Videoideen, Anregungen, Kritiken, was auch immer. Und Dankeschön am Ende nochmal an die Patreons. Ich sag's extra, weil die Patreon-Sticker hängen nicht im Segel drin. Auf Patreon kann man mich unterstützen, wenn man möchte, dass ich mehr Videos drehen kann. Einfach, weil ich mehr Möglichkeiten habe. Und Link ist unten in der Beschreibung. Und ich würde mal sagen, Friends, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt.